Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Komm, wir kämpfen gegen die. Gleich bist du tot. Haltet den Wicht auf Trab. Wirst du bluten! Ja! Folgt mir nach! Ja. Oh. Ja. Ha. Seid klug! Bringt euch nicht in Gefahr! Ja, voll jetzt. Oh. Du bist ja schon so ein Stärkerer. Aber trotzdem. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier ist weiter nichts. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich sage es euch, das ist nicht so gut. Moment! Das dauert nicht lange. Eigentlich wollte ich den da umnieten. Diese Made schicken wir zu. Alter. Seid wachsam, ist die Sau schlecht. Du gehörst wohl hin. Zack. Manchmal ja, manchmal ja, manchmal ja. Kriege ich das nicht hin. Nahrung voll, Buchsen voll, hier sind nur Nahrungshäuser. Sagt, was ihr wollt. Oh, hier liegt irgendwas. Ach so, die Pfeile. Mensch, ich bin so blöde. Jetzt. Hey, Moment. Zielübungen und los! Stop. Da war die Birne ab. Alter, das war aber... Das war sehr brutal. Hör mal. Jetzt noch höher? Ja, ne. Ne, geht nicht höher. Warum geht nicht höher? So. Haben wir jetzt alles? Ich glaube, jetzt haben wir alles.
Kann doch mal hier auf dem Dings lunzen, aber ich würde sagen, wir sind hier soweit durch. So, jetzt würde ich sagen, wir watscheln mal hier hin. Weil von da aus können wir gleich mal das Schiff rufen. Ich werde mal kurz speichern. Speichern, das war der hier. Ja. Und wir sind schon bei 7,5 Stunden Aufnahme jetzt hier. Beziehungsweise 7,5 Stunden bei dem Speicherpunkt. Warte mal, was ist denn da noch? Hä? Ach so, war der andere Punkt, okay. Stimmt ja, ich kann ja bis zu 3 Punkte hier. Ist das mein Pferd? Hier ist ein Pferd. Ob das mein Pferd ist, weiß ich nicht. Aber ich nehme den jetzt einfach. Niemand kann mich daran hindern. Was ist denn das hier? Ach, hier waren wir mit dem Dings. So. Ist doch. Kein Gewässer in der Nähe? Gut. Wie kein Gewässer in der Nähe? Wie viel Wasser braucht er denn hier? Jetzt ja. Freunde, ich will nicht sagen, aber muss ich jetzt wirklich hier die Stücke hier schwimmen? Ist arschkalt. Okay. Ich sollte nicht zu lange in diesem Eisbad bleiben. No, er hat gerast. So. Ja, lass mal gucken. Lass uns mal da hinfahren. Segel setzen! Segel! Hey, da ist ein Wal. Ob der uns umkentern, zum Kentern bringen kann? Ruhig jetzt. Ist das kalt? Mein Blut gefroren. Nun schwimm doch mal gerade runter, Mensch. Unter Wasser erfrierst du wohl nicht. Keine Ahnung. So. Gut. Ich glaube, hier hinten kriegen wir aber nichts mehr hier. So, ich würde sagen, wir pümmeln mal hier hin. Aber das sind jetzt hier noch aktiv an Dingern hier. Das hier kann weg. Und das kann auch weg. Segel hoch! Segel hoch! Hab ich euch je die Geschichte erzählt, wie ich allein einen ganzen Clan mit einem gebrochenen Schwertheft tötete? Viel zu oft, Dark. Öfter als irgendjemand zählen könnte. Singt uns ein Lied. Heute ist eine raue See.
Warum nur? Ich will noch ja nicht aufhören mit aufnehmen, denn verdammt, muss ich mir das einfallen lassen. Ich glaube, ich werde dann mal ein paar Dateien verschieben. Segel runter! Segel nieder! Wir setzen das Schmidt. Sehr gut. So. Ach, das ist ja gleich hier um die Ecke. Das war, glaube ich, da oben, ne? Ja. Und das? Ach, sehr oben. Kann ich damit dort anfangen? Robbenflosse. Opal. Hier müssen wir runter, ne? Sehr gut. Gut. Wo müssen wir hin? Hier ist noch nichts aufgedeckt. Ich werde mal kurz dahin reiten. Einfach mal in die Richtung reiten, gucken, was hier aufgedeckt wird. Wir reiten einfach mal hier lang. Ist das unsere Sache da drüben, unsere Festung? Nee. Hier ist auf jeden Fall ein Weg. So, haben wir. Ist nix. Hier ist nix. Nee, halt. Nee. Ich will absteigen. Wollte mir hier das Schiff rufen. Bleibe ich hier drin, erstarre ich zu Eis. Jo. Abgesehen davon, dass du völlig durchnässt bist und du trotzdem eiskalt sein musst. So, wir wollen darüber. Segel! Segel! Boah, was rübersetzen hier. Weniger Segel! Segel nieder! Lass das! Hier ist ein Einjank. Das sind mehrere Eingänge. Ach du Scheiße. Ist das hell oder dunkel? Ach, ich weiß, wo ich bin hier. Hier sollte ich vorsichtig sein.
bei Odin. Was geht da vor? Na, kommt einer, oder? Hat der Fuchs im Hühnerstall? Ach du Scheiße, sind ja drei. Halt! Hey, jetzt reicht's mir! Bring den zum Nachdenken! Blut! Ich hab durch die Fackel geschossen. Jo, das war mit Absicht. So, okay. Ich muss aber da unten rennen. Hier schneit's immer. Ich brauche mal... Nee, was willst du denn auf dem Pferd? Hier, plündert. Das ist doch alles nicht möglich. Wo ist denn hier? Ich brauch so eine Wasserbuddel. Nee, keine Wasserbuddel. Wie heißt der andere hier? Hä? Hier waren doch so eine ollen komischen Fässer. Davon brauche ich jetzt eben. Muss da unten eine Tür aufmachen. Hier. Ah, so machen wir das hier. Oh, nee. Ah, ja, so machst du das hier. Ja, ja, so machst du das hier im Auenland. Das ist ja schon wieder peinlich. Das ist ja schon wieder mehr als peinlich. Und alle so, was macht ihr denn? Hier unter da, du brennst uns wieder. Hier ist doch noch irgendwo was. Warte mal, hier. Oh, ihr habt einen Skill. Holy. Sehr gut. Achso, ich kann hier runterrutschen. Oh, das ist noch ja besser. So, was haben wir denn da? Neue Fähigkeit. Ja, Schlummerdorn. Jawohl. Das ist doch, was wir wollen. Zuweisen. Machen wir das mal auf Y. Ein Pfeil, der mit der Zwölftorn-Rune versehen wurde, lässt das Ziel fast sofort einschlafen. Fast sofort. Heißt aber nicht sofort. So, ich glaube, wir sind hier soweit.
Ich glaube, wir sind hier soweit durch. Halt, da kommen wir durch. Vielleicht sind das für zwei Eierköpfe da. Nun geh doch mal weiter, Mensch. Spring doch einfach mal runter. Und jetzt noch mal wegen... Übrigens... Wieso kann ich ihn jetzt hier nicht mehr... Ich will das ausprobieren. Schnell hier. Bug? Frag nur. Gut, dann hätten wir das ja jetzt auch geschafft. Dann können wir eigentlich zurück. Ja, dann gucken wir mal, ne? Wer da so gut eingeparkt hier, seine Freunde. Das doch wohl hier. Beste vom Besten. Jetzt Segel setzen! Segel! Zeit für ein Lied. Da drüben ist auch eine Schnee. Hat er das jetzt eigentlich aufgedeckt hier? Ja. So, und wenn wir hier sind, dann arbeiten wir uns hier hoch. Guck mal, hier ist auch noch alles noch unentdeckt. Ah, gut. Machen wir, wenn wir da sind. Haben wir den Hirsch eigentlich schon hier umgebracht? Segel einholen! Segel wieder! Warte, Gute. So, wo ist der jetzt? Gib Acht, sonst holt dich... Was ist das für eine Gefahr, vor der du warnst? Irgendein Wesen, das du jagst? Meine Beute ist das schlimmste Tier von allen. Es vollbringt heimtückische Taten, zu denen kein gewöhnliches Tier fähig wäre. Also jagst du einen Menschen? Einen Zauberer. Einen, der sich einst Mensch nannte, aber der seinen Huger... und sein ganzes Wesen mit dunklem Seder verdorben hat. Das klingt mir sehr nach einer persönlichen Feder. Diese boshafte Spinne, die in dieser Hütte hockt, hat meine Schwester vergiftet. Allein dafür verdient er den Tod. Aber für dich ist vielleicht das Kopfgeld überzeugender, das König Harald auf alle Zauberer ausgesetzt hat. Geld kann überzeugen, wo Leidenschaft fehlt. Ich werde es gegen den Aufwand abwägen. Die Hütte des Zauberers findest du entlang dieses Weges auf der linken Seite. Sei vorsichtig. Auf alle Zauberer. Warum will denn König Harald alle Zauberer töten, sag mal? Entlang des Weges? Da ist ein Zaun. Das ist auch ein... Der müsste ja hier irgendwo sein. Wirst du dich mir endlich stellen? Oder willst du mich weiter aus der Ferne anschreien? Bist du der Zauberer, der dieses Land verflucht haben soll? Auf diesem Land lag schon ein Fluch lange, bevor ich herkam. Der Fluch der Rückständigkeit, der ganz Midgard verseucht. Also setzt du keinen Seder gegen dieses Land und seine Leute ein? Ich setze mein Wissen ein, um anderen zu helfen. Ich bin nur eine Bedrohung für die, die Unbekanntes fürchten.
davon gibt es viele. Oh, das ist überall so. Da ist der Jäger, der sagt, du hättest deine Schwester vergiftet. Ich wollte sie retten. Ich hatte einen Trank, der ihre Krankheit gelindert hätte. Doch er hat sie lieber in Schweineblut gebadet. Wenn wer die Schuld trägt, dann er und seine rückständige Familie. Er hat seine Schwester getötet. Hör nicht auf ihn. Er wird deine Gedanken vergiften. Du hast nicht mal Gedanken zum Vergiften. Stirb, Monster! Zu Heel mit dir! Die Wesen wie er sind gefährlicher als jeder Zauber. Sie töten Wissen. Du kannst sein Hab und Gut nehmen. Seine Leiche schenke ich dem Land. Du konntest jetzt hier quasi aussuchen, für wen du dich entscheidest. Mit Sicherheit hättest du mehr Geld gekriegt, aber der hat schon irgendwie recht. Unvollendeter Brief, Sadek. Manchmal verzweifle ich an der Fäulnis der Dummheit, welches dieses Land bedeckt. Ich sehne mich nach den wärmeren Gefilden, die meine Gedanken wie ein Feld durchflügten, die Saat ungeahnter Möglichkeiten pflanzten, Gedanken, die hier schlecht Wurzeln schlagen könnten. Doch dann sehe ich eine alte Frau, meiner lieben Mutter, so ähnlich und erinnere mich, was mein jüngeres Ich in jener ferne, dunklen Zeiten für jemanden gegeben hätte, welcher der Heilkünste mächtig ist. Es gibt so vieles. Mal alles kaputt machen hier von ihm. Wo ist die Kisten? Die müssen weg. Die entsprechen nicht dem Arbeitsschutz. Gut, Freunde der Sonne. Ich würde sagen, wir watscheln jetzt hier drüben hin. Das ist hinter uns. Ach du Scheiße. Ist hier noch ein Zettel? Nee. Baumrinde. Baumrinde. Aber eigentlich passiert jetzt hier auch nicht mehr viel. Also. Ich glaube nicht, dass jetzt hier noch was kommt. Wir werden jetzt noch bis zum Wegpunkt watscheln und dann wir können ja mal. Reiten können wir ja noch. Und dann werden wir in der nächsten Folge da oben lang kraxeln und gucken, was uns da erwartet, ne? Gut. Ich glaube, hier ist der Hirsch hier hinter. Ja, hier oben ist der Hirsch. Okay, machen wir in der nächsten Folge. Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns hier hoffentlich bald wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.